Abhängig vom Fahrzeughersteller und den Einsatzbedingungen muss das Motoröl in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Wichtig ist, dass Sie sich vorher über das richtige Motoröl und die entsprechende Füllmenge informieren. Hier hilft Ihnen der Online-Ölwegweiser von Liquimoli. Um den Motorölwechsel richtig durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie die Motorhaube und heben Sie das Fahrzeug an den dafür vorgesehenen Punkten leicht an. Entfernen Sie den Öleinfülldeckel am Motor. Geben Sie dem betriebswarmen Motoröl Liquimoli Motor Clean in der vorgeschriebenen Konzentration zu und schließen Sie den Deckel wieder. Lassen Sie den Motor anschließend 10 bis 15 Minuten im Leerlauf laufen. Motor Clean sorgt dafür, dass sämtliche Verschmutzungen und Ablagerungen gelöst und beim Ölwechsel aus dem Ölkreislauf entfernt werden. Nur so kann das später eingefüllte Frischöl seine volle Leistungsfähigkeit entfalten. Heben Sie dann das Fahrzeug weiter an und platzieren Sie einen Altölsammelbehälter unter der Ölwanne des Motors. Öffnen Sie anschließend die Ölablassschraube an der Ölwanne. Seien Sie beim Entfernen der Ölablassschraube besonders vorsichtig, da das austretende heiße Öl zu Verbrennungen auf der Haut führen kann. Lassen Sie das Öl aus der Ölwanne vollständig ablaufen. Erneuern Sie anschließend die Dichtung der Ölablassschraube oder ersetzen Sie die Schraube komplett und ziehen diese mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment fest. Lassen Sie danach das Fahrzeug wieder ab. Entfernen Sie nun den Ölfilter. Erneuern Sie dann die Dichtungen sowie den Ölfilter selbst. Tragen Sie dabei etwas Altöl auf die neuen Dichtungen auf, um Beschädigungen bei der Montage zu vermeiden. Montieren Sie anschließend den neuen Ölfilter und ziehen diesen mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment fest. Füllen Sie daraufhin die nötige Menge des vorgeschriebenen Motoröls ein. Schütteln Sie dann das Verschleißschutzadditiv Ceratec gut durch und geben Sie es dem frischen Motoröl zu. Achten Sie beim Einfüllen darauf, die maximale Ölmenge nicht zu überschreiten. Verschließen Sie danach die Öleinfüllöffnung. Mit dem beiliegenden Aufkleber dokumentieren Sie Einfülldatum und Kilometerstand. Ceratec reduziert zusätzlich Reibung und Verschleiß und sorgt so für eine höhere Lebensdauer des Motors sowie verringerten Kraftstoffverbrauch. Unser Tipp: Das Motoröl und Ceratec können Sie auch schon vorab im Ölkanister mischen. Starten Sie nun den Motor und lassen Sie ihn für ca. 5 Sekunden im Leerlauf laufen, damit sich das Frischöl im gesamten Motor verteilt. Prüfen Sie nun den Ölstand nach Herstellervorgaben auf Richtigkeit. Diese finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. Notieren Sie den Kilometerstand für den nächstfälligen Ölwechsel auf dem am Kanister befindlichen Etikett und kleben Sie dieses auf eine fettfreie Stelle im Motorraum. Schließen Sie die Motorhaube und führen Sie eine Probefahrt durch. Überprüfen Sie zum Abschluss den Ölkreislauf auf Dichtigkeit. Der Ölwechsel ist damit abgeschlossen. Dank der Motorinnenreinigung mit unserem Motor Clean und der Kombination aus Liquimoli Motoröl und unserem Verschleißschutzadditiv Ceratec ist der Motor nun optimal geschützt.